alle Friedhöfe sind eben nicht nur Friedhöfe, sie sind auch Begehungsstätten. Das ist meine ganz persönliche Vision. Seit 25 Jahren versuche ich, Friedhöfe auch wieder in den Mittelpunkt des Lebens zu bringen, eben durch Kultur. Sie sind Erinnerungsstätten, wir können an unsere Vorfahren erinnern, und wenn solche vielen prominenten Menschen hier begraben sind, dann lohnt es sich einfach daran zu erinnern, die haben Meilensteine hinterlassen. Und es gibt kaum eine schönere Form, als im Rahmen von Kultur, Musik, Gesang, Filmvorführung Zeit bei den Toten, mit den Toten zu verbringen, ist eine sehr pietätvolle und lebendige Weise des Gedenkens, auch der Erinnerung. Am 23. August lädt die zweite Kulturnacht dazu ein, sich auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof auf die Spuren der Vergangenheit zu begeben. Werner von Siemens, Louis Ferdinand Ullstein, Friedrich Wilhelm Monau und viele weitere Prominente aus Kultur, Wissenschaft, Politik und Wirtschaft haben hier ihre letzte Ruhe gefunden. Innerhalb eines sechsstündigen Kulturprogramms werden rund 140 Künstler an die Persönlichkeiten erinnern. So zum Beispiel auch an Elisabeth, Baronin von Ardenne, das Vorbild für Theodor Fontanes Romanfigur Effi Briest. Mit Gesang und Buchauszügen gibt Ute Beckert Einblicke in Fontanes Werk. Und es kommt ein anderer Tag. Ich liebe alle, die es gut mit mir meinen und gütig gegen mich sind und mich verwöhnen. Und Gerd wird mich auch wohl verwöhnen. Natürlich auf seine Art. Ach, er will mir ja schon Schmuck schenken in Venedig. Er hat keine Ahnung davon, dass ich mir nichts aus Schmuck mache. Einen kleinen Vorgeschmack auf sein Programm gab auch Albrecht Hoffmann als Heinrich Zille, der 1929 verstarb und ein Ehrenbegräbnis auf dem Südwestkirchhof erhielt. Mit jeder Menge Hintergrundwissen und Liebe zum Detail erweckt er den alten Pinsel Heinrich wieder zum Leben. Übrigens, die haben immer zu mir gesagt, Heinrich Zille, der Ur-Berliner. Kinder, das ist gelogen. In Wirklichkeit bin ich nämlich in Sachse. Ich wurde nämlich geboren am 10. Januar 1858 in Radeburg bei Dresden. Mit 9 Jahren bin ich dann allerdings in diese Stadt Berlin gekommen. Ja, und hier bin ich mein ganzes Leben hängen geblieben. Und da habe ich sie mal gezeichnet. Meine 5 Berliner Lieblingsgören, wie sie so durch den Tiergarten laufen, sich an die Hände fassen und sagen, Vatern wird sich freuen, wenn er wieder aus dem Zuchthaus kommt. Det wir schon so viele sind. Ja, Vater saß in eine Plötze und Mutter war fleißig. So war das bei uns. Um sich auf dem 200 Hektar großen Gelände zurechtzufinden, wird es am Veranstaltungstag ein Programmheft mit den Spielstätten geben, die sich immer nahe den jeweiligen Gräbern befinden. Oder aber man spricht einen der 60 Helfer an. Die Künstler treten von 18 bis 24 Uhr mehrmals zeitversetzt auf, damit jeder Besucher möglichst viel Programm erleben kann. In der Nähe des Grabes von Heinrich Zille, ja, da bin ich dann zu finden. Und dann gibt es dann auch noch ein paar olle Kamellen. Ne? Der Zille brummt da nur noch ein bisschen dazu. Und natürlich Klänge aus dem Kofferrammophon und noch ein paar mehr Geschichten von meinem Milieu. 15 Euro kostet der Eintritt für die Kulturnacht. Die Tickets sind unter anderem im Vorverkauf auf der Internetseite des Südwestkirchhofs, im Infohaus des Friedhofs und an der Abendkasse erhältlich. Das Besondere, die Künstler, Chöre, Darsteller und Tänzer treten ohne Gage auf. Die Kohle, die kommt dem Friedhof zugute, denn die haben hier so einen schönen Park. Und hier wurde auch viele oft geklaut hier. Hier haben sie die Kupferdächer weggeholt. Und mit der Kohle, Kinders, da soll das alles schön wieder aufgebaut werden. Und das wäre doch wohl das Beste, was man machen kann. Man geht hier hin, lässt hier einen Taler und es wird alles wieder richtig schön. Danke. Wir wollen verfallene Grabmale wieder errichten, wunderschöne Brunnen auch neu herstellen, auch wieder zeigen, auch zum Fließen bringen und eben auch die durch Diebstahl geschädigten Mausoleen auch wieder mit Dächern bedecken. Deshalb machen die kostenlos mit, was ein Riesenglück ist. Organisiert wird die Kulturnacht ehrenamtlich vom Förderverein Südwestkirchhof Stahnsdorf. Anlässlich des Jubiläums 750 Jahre Stahnsdorf hat die Gemeinde das Event mit 4.000 Euro unterstützt. Insgesamt 40.000 Euro sind für die Veranstaltung veranschlagt. Unterstützer und Sponsoren werden noch händeringend gesucht.
Die Kulturnacht ist eine seltene Gelegenheit, Kultur und Kunst in einem einmaligen Ambiente zu erleben. Zum ersten Mal fand sie vor 11 Jahren statt. 2003, nach der ersten langen Nacht, generell die erste in Deutschland, haben wir ganz bewusst eine Pause gemacht. Deshalb, also aus 2 Gründen. Einmal der Ort. Es ist immer noch ein Friedhof und der Ort hat eine ganz klare Bestimmung. Es ist ein Ort der Bestattung, ein Ort der Trauer, der Besinnung, des Gedenkens. Und genau diesen Ort wollen wir als solches auch bewahren. Aber wir wollen auch und müssen auch hier und da den Fokus der Öffentlichkeit auf diesen Ort lenken, weil er gerät auch immer wieder in Vergessenheit. Und man weiß gar nicht, was für ein Schatz hier in Stahnsdorf noch zu finden ist. Vor der ersten Kulturnacht gab es viel Kritik. Trotzdem wurde aus der Veranstaltung mit 3.200 Besuchern ein großer Erfolg, mit dem nötigen Respekt gegenüber dem Veranstaltungsort. Die Menschen wussten genau, wo sie sind. 3.200 Gäste, sie waren ruhig, sie haben keinen Tumult gemacht, der Friedhof war sauber, kein Müll hinterlassen, sie haben nicht auf den Gräbern rumgesessen, sie haben sich auf den Wegen bewegt. Ein hochdiszipliniertes und gutes Publikum, das ist eine tolle Erfahrung. Und was jetzt in der Vorbereitung zur Kulturnacht 2014 ein großer Vorteil ist, dass wir dieses viele Erfahrungspotenzial jetzt natürlich auch nutzen.